Das ist Aurora. Innerhalb der letzten Stunden sind hunderte Soldaten der Verräter aufgetaucht und haben die Anlage requiriert. Requiriert? Wo ist Luce? Er ist da drin. Sie haben die Anlage. Luce. Und die Energiequelle. Heilige Terra. Vielleicht hatten Sie recht, Titus. Wie gehen wir das an? Wir haben alle verfügbaren Truppen nach Demerium entsendet, aber es sind viel zu wenige. Wir bereiten einen Angriff vor, aber er hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn wir das hier nicht regeln. Der Feind holt sich damit Verstärkung. Für jeden, den wir töten, kommen zwei weitere, um ihren Platz einzunehmen. Sie wird schwer bewacht. Ich brauche einen Kampftrupp, 5 Männer. Sie bekommen nur 3. Weiter. Der Feind scheint seine Kraft aus dieser Konstruktion zu ziehen. Was ist das? Wissen wir nicht. Und wir waren nicht in der Lage, sie zu zerstören. Euer Trupp ist für seine eher unkonventionelle Vorgehensweise bekannt. Ideen? Kennt ihr Demerium? Das ist eine Gruftwelt. Vor 4000 Jahren gab es einen Kampf zwischen Ultramarines und Heretikern. Die Schwert von Atreus, eine im Kampf demolierte Schlachtbarke, wurde hier begraben. Und weiter? Der Rumpf soll wohl in Trümmern liegen, doch der Antrieb brennt hell. Auch nach all der Zeit. Sie fliegt nicht. Aber sie kann rammen. Eine wirklich gewagte Annahme. Versuchen wir es. Also gut. Die Navigationssysteme werden defekt sein. Unser Schuss muss sitzen. Er hat recht. Jemand muss nah ans Ziel und ein Leuchtfeuer platzieren. Die Offensive beginnt in 90 Minuten. Der Imperator leite euch, Brüder. Uns alles, Sir. Sie wünschen, Chaplain. Bruder Chiron und Bruder Gabriel sollen Sie begleiten. Ja, das kann er auch. Andromedus, ich meine, das haben wir in der letzten Folge aber auch schon gesehen. Ja, das haben wir. Aber gut, man kann ja noch ein kleiner Reminder haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Versammeln, Freunde. Drückt den Knopf. Die 3 Knöpfe. Die 3, stimmt. 629. 629. Oder 62 Raute. Eine alte Schlachtbarke als Rambock. Eine recht unkonventionelle Methode. Seid ihr dagegen? Oder vielmehr ein äußerst genialer Einfall? Das sehe ich leider auch so. Wieso leider? Dieses Lob wird hier zu Kopf steigen. Ah ja, zum Totenbrüder, der Priester. Totenbrüder, hast du gedacht? Totenbrüder. Hast du Totenbrüder gedacht? Ich habe einen Bericht vom Astra-Telepathiker erhalten, der mir Sorgen bereitet. Vom Asthmatiker? Was? Heresie vorgeworfen. Ihre Stimme wurde benutzt von... Leutnant, antworten Sie. Die Psionikerin war besessen. Da war ihr Sergeant, aber anderer Meinung. Ich habe mich geirrt. Sie wollten ihren Leutnant außer Gefecht setzen. Imperator sei Dank, ist es nicht gelungen. Und jetzt hat das einzige Individuum, das Lord Kalgar hätte erreichen können, durch ihre Hand den Tod gefunden. Ich werde sie alle im Auge behalten und sollte ich auch nur ansatzweise Verderbnis spüren, werde ich im Gegensatz zu Ihnen nicht zögern. Weggetreten. Du bist so ein beschissener Priester. Oder was der Chef richtig gesagt hat. Das ist ja wohl eher ein Totenpriester. Gehen wir. Das Loch. Also wirklich. Wenn er alles spüren kann und sowas, dann hätte er spüren müssen, dass die besessen war. Ja, voll. Schwätzer. Echt. Schwörungstheoretiker. Links, rechts und ohne Zähne putzen zu Bett.
Ja. Oh, das ist aber dann kritisch schon. Das ist Erziehung. Erziehung. Der Feind hat den Großteil seiner Truppen im Numerellion-Becken versammelt. Thalassa hat das Warp-Leuchtfeuer. Meridian hofft auf ein Wunder. Der Rest von uns wird die Reliquiare um das Becken herumräumen und einen Landekopf errichten. Wir werden es auf dem Merium mit einer Unmenge an Feinden zu tun bekommen. Aber der Heretiker-Abschaum da unten hat Zorn in den Herzen der zweiten Kompanie gesät. Wir werden den Verrätern solche Qualen zufügen, wie sie zuletzt während der Schlacht von Prospero ertragen mussten. Sie werden leiden. Sie werden scheitern. Ja. Und sie werden fallen. Da gibt's was, irgendwas Neues gibt's da? Ja, es ploppte gerade auf. Titus, sei er sie segnen. Gallio, könnte Rüstung vom Typ X Tacticus einen Sommerabwurf überstehen? Typ Lass X Grades ist zu sperrig für uns. Ne, ich bleib am schwachen Bolt. Extremes Risiko. Ja. Auf ihrer Flugroute liegen dichte Trümmerfelder. Ich bin ja nicht enttäuscht. Aber wenn wir den Trümmern ausweichen würden, könnten wir den Fall überleben. Berechnung läuft. Ja, okay. Ja, gut, schön. 4136%. Absolut inakzeptabel. Danke, Gallio. Brüder, den Worten unseres Captains ist nichts mehr hinzuzufügen. Lasst mich nur etwas zu den praktischen Belangen sagen. Die Heretiker werden alles tun, um uns hinters Licht zu führen. Ihr werdet Lügen und Täuschungen ausgesetzt sein. Ihr werdet euch dort unten auf nichts verlassen können, außer eure Brüder. Vertraut einander und euren Instinkten. Jetzt geht und macht unseren Feinden den Garaus. Für den Imperator! Für den Imperator! Schöne kleine Sekte. Schon ein bisschen, ja. Wenn man es mal genau nimmt eigentlich. Überlebe den Abwurf. Na, schön, danke auch. Ja. Danke für nix. Ja, wenn nicht, dann ist das Spiel vorbei, ne? Ja, also. Es kann jetzt gleich in den nächsten Minuten vorbei sein, jetzt hier. Das stimmt. Hast du das schon mal gemacht? Sieh mal in eine Landung in einem Kampfgebiet zwischen Feinden und brennenden Wrackteilen in der Flugbahn. Exakt. Nein, wird mein erstes Mal. Der Codex Astartes ist gegen solche Aktionen. Aber irgendwie habe ich Lust drauf. Bleib zusammen. Wir können uns nicht neu formieren, wenn wir getrennt werden. 60 Sekunden. Helme! Sir? Ich bitte um Entschuldigung für mein Verhalten auf Avarax. Schon in Ordnung. Ich habe euch einfach so misstraut. Euch fast getötet. Als junger Captain hinterfragte einer meiner Männer meine Absichten. Ich ignorierte seine Worte und habe dafür bezahlt. Du wurdest misstrauisch, weil ich deine Zweifel nicht ausgeräumt habe. Leider mein Fehler. Suborbitaler Abwurf bereit! Es ist eine Ehre, mit euch zu kämpfen. Uns auch, Bruder. Du stammst von Korf. Dann lasst uns ein paar Schulden begleichen. Ja, Sir. Wir sind noch im Weltall. Ja. Das habe ich mir anders vorgestellt. Wow, what? Oh. Aua! Ach du Scheiße! Wow, das ist aber geil. Ich dachte, wir sind auf einem Planeten oder sowas. Aua! Oh, oh. Oh Gott!
Ja. Das hat so ein bisschen Dead Space-Vibes gerade. Ja, auf jeden Fall. Oh, guck dir mal den Hintergrund so an. Durch die Scheibe! Oh. Aber ich muss durch den Kirchenturm. Was ist denn ein Kirchenturm? Ein Kirchenturm, ja, kenn ich. Ja, der Kirchenturm. Ach so. Wachsender Kirschen. Ja. Bruder, Vorsicht! Jetzt nicht mehr, aber jetzt hab ich eine Schelle kassiert. Ja, ich aber auch eben. Aber nur also mehrere. Für ja. Das, boah, Okay. Ach, später. Ist ja gut. Ja, Brudi. Oh. Das braucht Leuchtfeuer. Imperator, segne wir mit. Ja, das Alter, ist hier vorbei. Ja, also so oft, wie ich jetzt gegen Wendy geklatscht bin. Echt? Ja. Boah, ich kaum. Ausnutz. Das war nicht einfach mit dem Ausweichen da. Hm. Ich fand schon. Nee. Nee. Ja, ja. Also schon. Doch, doch. Aber nee. Ja. Hm. Ich war einfach zu fett. Ja, das auch. Ich habe zuletzt einen Feuerstrahl da abgekriegt vom Schiff. Ja, gut, ich nicht. Ja, gut, ich nicht. Es kam nur eine Mauer entgegen. Aber gut, das kennt das du. Das kennst du, ja. Das ist ja nichts Neues. Ja. Und der Hinterbrand ist. Ja. Ja. Was mit Willy Brandt? Ja, das sind wir bald drin. Mach doch mal hin jetzt. Mit diesen Verrätern machen wir einen kurzen Prozess. Oh. Sie hätten es verdient zu leiden. Du bist irgendwie nicht drin. Ja, weil es lädt ja noch bei mir. Ach so. Hä? Ist immer noch Silberbeitritt und jetzt auf einmal laden da Ressourcen. Okay, ja, dann warte ich hier noch ein bisschen. Ja, weil ich dachte schon so, boah, was ort da denn? So interessant ist der schwarze Bildschirm nicht. Doch, ist alles super. Ich bin da. Ja. Wo bin ich denn? Oh, ich hab einen Hammer. Ja, ich auch. Holy shit. Erstmal durch den Friedhof laufen. Ja. Toll. Hinterhalt von Heretikern. Ausmanövrieren. Oh, Scheiße. Unser Typ hat Probleme. Ja. Ja. Oh, der Finisher, Alter. Ja, ich hab mit der Mama so ausholt, ja. Wow. Okay. Boah, Alter. Drück mal ganz lange. Oh, ja. Die rechte Maustaste. Ja, genau. Geht hier richtig auf. Ja.
Also der Hammer ist ja wirklich mächtig. Das ist heftig, ne? Langsam, aber heftig. Ja. Die Säule der Verderbnis besudelt das Land. Salazar, wir sind am Boden und in Bewegung. Statusmeldung. Wir nähern uns jetzt der Schlachtmarke. Ihr seid vor uns. Kontaktiert uns, wenn die Atreus startbereit ist. Das werden wir. Wow. Ja, genau. Heute nicht. Mächtig. Oh. Plasma brennen. Meldunggewehr. Munition gesichert. Kettenschwerte will ich nicht. Nee. Aber mir gibt's noch ein paar Handgranaten. Oh, ja, die nehme ich mir. Oh ne, meine sind voll. Ah. Sind die gleichen sogar. Rettungsreliquie? Hab ich nicht. Ja, bitte, dann nimm. Ja. Weil ich ein Medikit hab. Ah ja, okay. Oh shit! I need some help! Ja, ich bin hier gerade selber so ein bisschen. Na, ah, Gadriel ist da. Okay. Lass das nicht zur Gewohnheit werden. Ich stehe in deiner Schuld. Wo war der denn? Oh! Ach, ja, da! Das sind euer Mark, der Spinner hier. Okay. Ja. Oh, fall ich da runter. Deine üblen Tricks sind vorbei. Eieiei. Okay. Noch ein Altar der Verderbnis. Zerstört ihn. Ja, Bruder. Wo? Ach, hier. Ich stehe nämlich schon die ganze Zeit davor, ich denke mal schon, Mensch, mach doch mal kaputt. Ja. Altar zerstört. Da oben! Der Einschlag wird hier alles verwüsten. Halt! Er wird langsam. Heretische Hexerei. Ohne Frage. Aber so kommen wir zu unserem Ziel. Könnte eine Falle sein. Die Zeit ist knapp. Wir gehen das Risiko ein. Vorwärts zur Kathedrale. Geht vorsichtig weiter. Ja, okay. Verlasser, wir sind fast da. Aber ich bin neugierig. Der schlafende Riese wird schon bald erwachen, Bruder. Wartet auf unser Signal. Ob es in der Kirche noch was gibt, irgendwie. Ja. Ein Schlüssel. Nee. Ein Schlüssel. Ein Auge, die nichts sehen. Brüder. Vors Geisterstimmen. Ignoriert sie. Neun Zahlen, neun Wörter, neun unerhörte Schreie. Nein Schwelle, nein Schwelle, nein Steine, die nicht singen. Hm.
Nee, ist auch nix. Wechsle Standort! Nee, da war nix mehr. Plasma Brenner. Ah, hier ist so ein Datablock. Versucht vor Geflüstern. Gedanken des Monik sag ich auserwählt. Ich auch, du sagst. Ja, Gedanken des Onyx in meinem Kopf schwirren. Was sagt er? Was ich für ihn tun sollen? Ich tu, was er sagt. Gedanken des Onyx. Zusammen stärker. Zu Befehl. Gedanken des Onyx. Nur einer leben darf. Ist denn mit ihm? Ich weiß auch nicht, der hat gerade beim Essen oder so, oder beim Kacken, keine Ahnung. Drin? Ja, ich glaube, da müssen wir hin, ne? Du lookst it out. Ah, siehst du. Verlasser, wir übertragen jetzt das Zielsignal. Was ist denn, Pat? Euer Signal ist nur schwer auszumachen, aber ich hab es. Ja. Ihre Daten sind nicht klar lesbar, Leutnant. Bleiben Sie in der Nähe des Ziels. Natürlich. Ja. Nicht nachlassen. Wenn wir zurückgedrängt werden, verfehlt die Atreus ihr Ziel. Wir weichen keinen Schritt zurück. Nichts wird uns davon abhalten, dieses Monster zu fressen. Wir werden erst dann Ruhe finden, wenn dieser Turm gefallen ist. Kommt, ihr vom Wort verdorbenen Bastarde, und sterbt! Seht, wie eure falschen Götzen fallen! Dieser Ritter stirbt unter ihrer Bastion. Ach so. Ich scheiß auf euren erbärmlichen Primaten. Die Schwert von Atreus steht bereit. Zielfixierung jetzt. Leite Signaldaten durch die Telemetriesysteme. Es wurden zahlreiche von Signalstörungen verursachte Fehler erkannt. Flugbahn wird berechnet. Dir. Selbst Tyrannid kann sich nicht vor meiner Rage bewahren. Unterwegs! Einfach weggebatzt. Na schon. Oh. Ah, da kommen noch ein paar. Interferenzen? Könnte sein. Kommt schon, Brüder! Das war ein Antrieb. Seht! Die Schwert von Atreus wird ihrem Namen wirklich gerecht. Das verschafft uns Zeit, aber wir müssen schnell sein. Solange der Feind Aurora steuert, stehen unsere Chancen schlecht. Titus, wir haben gerade einen heftigen Energieschub in der Aurora-Anlage wahrgenommen. Luz.
Wahrscheinlich versucht er, das Gerät zu benutzen. Oder jemand anders. Was auch immer es ist, es wurde nicht vom Adeptus Mechanicus genehmigt. Es muss aufhören. Jawohl, Captain. Na gut. Ja, wenn er will, bitte. Ja, das müssen die wissen. Ach nee, der ist schon wieder. Bald treffen wir dich in Fleisch und Blut und nehmen dir dein Leben. Behaltet es als Abschiedsgeschenk. Ja, ja. Schwätzer. Schwert wieder eigentlich. Ja. Das Schwert finde ich hervorragend. Ja, ist ein bisschen schneller unterwegs dann halt, ne? Ja, genau. Bin ich ein bisschen agiler gefühlt zumindest. Genau. Ach, Menschen. Lächerlich. Hier wirst du keinen Sieg finden, Dämon. Oh, da war noch einer. Na gut. Ein ganz kleiner. Der Feind will Aurora unbedingt zerstören. Könnte das Gerät funktionieren? Und sie schwächen. Gibt es was? Vielleicht wollen sie nur die Energiequelle. Und warum dann Nosik töten? Ich weiß es nicht und will nicht spekulieren. Ein Munition, na gut. Ja. Da habe ich noch alles. Gut, große Munitionskiste. Naja, gut. Aufgefüllt. Wie viele Munitionssachen das ergibt. Barriere durchbrochen. Ja. Dich, Verräter! Was ist los, Bruder? Das Artefakt ruft dich, Titus. Doch, mit wem redest du? Ich werde es Mit wem sprecht ihr? Hört ihr ihn nicht? Nein. Billige Tricks. Ach? Vorhin auch auf die Fresse. Noch ein schön. Muss sein. Das ist kein gutes Zeichen. Weiter zum Lager. Keine Granaten mehr jetzt. Ich auch nicht. Munition gesichert. Oh ja. Ich bin das so dicker. Möge der Thron sie vernichten.
Oh, das sind ja mehrere. Das sind mehrere. Standort einer Mechanikus-Makrowaffe. Eine Ausgrabungsstätte. Ja, unser Weg führt in die Tiefe. Ach. Na gut, dann ist das so. Und aus, ja. Do we have any ammo? Give me some ammo. Oh, Energieschwert. Schön. Na bitte. Mal auf Blaster. Mal gucken, ob das besser ist, so ein bisschen das Plasma. Ja. Da kann er ja mit ein bisschen rumhantieren, ne? Ja, eben. Also mal gucken. Vielleicht ist es gegen die schweren Brocken ein bisschen einfacher. Chiron an Resilient. Betreten Mechanikus Ausgrabungsstätte. Das ist ein Stimpack. Ich bin voll damit. Kein Zugriff ja, hier auf Anordnung des Adeptus Mechanikus. Hier spricht Leutnant Titus. Anfrage autorisiert. Abgelehnt. Aurora-Siegel benötigt. Identifizieren Sie sich. Wie beschissen. Mehr Heretiker. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, shit. Oh. Was denn? Ja, wenn du die genau triffst, mit aufgeladen Plasma-Gewehr, sind die Runden drin. Oh, okay. Ja, der blinkt da jetzt schon. Ja, dann ne, weißt du, was du zu tun hast. Ja. Verstehe. Ach du Scheiße, hier ist aber einiges los. Hier. Oh ja. Tatsache. Ja, ja. Oh, ist da. Na gut. Ja, die blinken alle schon. Das ist wild. Plasma-Gewehr, hätte ich nicht erwartet jetzt. Ja, das ist fast so wie der Sniper gewesen. Ja. Meine kleine Munition ist dann halt nicht zu viel, klar. Ja. Aber gegen die dicken Brocken so zweimal, zweimal draufhauen. Das ist schon was, ne? Das ist deutlich besser als wie ein zwei Magazine auf so ein Ding draufhauen. Glaubt ihr das? Ihr glaubt es. Ich dachte, oh, warte mal. Zerstört worden. Ach ne, da müssen wir weiter. Okay, alles klar. Dann gehe ich erstmal nach oben. Erstmal dahin, wo keiner hin möchte. Müssen wir es für immer zerstören. So ist es. Hier gibt's irgendwie nichts. Nee. Hier nicht. Von da fahren wir. Also. Yes. No. Tatsache. Na dann. Gut schön.
weiter oder sollen wir hier einen kleinen Cut machen? Da, weil wir gerade nur ein bisschen in Ruhe sind, wollten wir hier einen kleinen Cut machen. Ja, ne? Finde ich ja auch. Bis dann, Leute. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss. Da ging mir die Luft aus gerade. Ja, ein bisschen, oder? Ja.